So, liebe Freunde, doch noch ein Video heute von mir, doch noch ein Video heute von mir. Mir ging es nicht gut, deswegen das Video auch etwas später. Heute wieder eine Portfoliobewertung und zwar ein sehr, sehr interessantes Portfolio. Das muss ich wirklich sagen. Lediglich 9.000 Euro investiert. Eines der besten Portfolios meiner Meinung nach, das ich je gesehen habe. Natürlich werden wir noch darauf eingehen, was würde ich ändern, was würde ich gegebenenfalls natürlich auch umschichten oder würde ich das Portfolio so lassen, wo liegen meine Price Targets, was ist mit 9.000 Euro in diesem Bullrun möglich. Eure Beileidsbekundung unten in die Kommentare, lasst mir auch sehr, sehr gerne ein Like da. Natürlich pusht das den Algorithmus, wenn ihr den Like-Button ordentlich durch die Decke haut. Wenn du neu dabei bist, auch ein Abo da lassen, das würde mich extrem freuen. Wie gewohnt nach dem Intro. Peace. Crypto Night Dole, Mann, ich wache über den Markt und gebe Alarm, doch bekomm nicht gleich einen Herzinfarkt. Analysier den Bitcoin sowie Ethereum. Ich halte es für eine Chance, andere halten uns für dumm. Ja, liebe Freunde, wir gehen direkt rein. Wir haben hier ein sehr interessantes 9.000-Euro-Portfolio. Ein Mechatroniker, 36 Jahre alt. Wir haben auch etwas Kontakt über Instagram gehabt. Und er ist relativ neu im Crypto-Space und das könnte wirklich ein Vorteil für ihn sein, gerade was auch ja, den Bullrun angeht, der definitiv meiner Meinung nach noch vor der Tür steht. Ist natürlich alles keine Finanzanlageberatung und ihr solltet immer selber nochmal alles überprüfen, eure eigenen Recherchen machen. Und das finde ich, sollte auch jeder seriöse YouTuber euch mitteilen, dass auch wir keine Finanzanlageberater sind natürlich und hier nur unsere Erfahrung teilen, die mittlerweile bei mir schon 5 Jahre, 5, 18, 19, 20, 21, fast 6 Jahre her ist. Also ist schon echt crazy, wie die Zeit rennt. Okay, deine größte Position im Portfolio ist XRP. War meine größte Position auch mal. Ich glaube, ich sollte mal wieder ein Portfolio-Update machen. Was nicht heißt, dass ich nicht mehr an XRP glaube. Ihr kennt meine Videos sicherlich, wer schon länger dabei ist. Ansonsten seht euch sehr, sehr gerne mal meinen Kanal an. Da wird ziemlich schnell klar, dass ich an XRP glaube. Trotzdem mich davon entfernt habe, was die Emotionalität natürlich auch angeht. Investieren bin ich sowieso fertig. Da steckt mehr als genug Geld drin, denke ich mal. Und von daher finde ich das Investment gut. Hier hast du 1116 Euro reingesteckt. Gott sei Dank hast du hier gut gestreut mit diesen 9.000. Das muss ich gleich mal vorneweg erwähnen. 9.000 Euro, wenige Kryptowährung. Zwei Sachen würde ich noch ändern. Die besprechen wir jetzt aber hier im Video. Das wollte ich dir nicht per Instagram noch schreiben. Ansonsten finde ich die Aufteilung sehr gut. Größte Position, wie gesagt, XRP, zweitgrößte Algorand. Da ist schon so die Frage, Algorand und HBAR sehen wir oben, hast du auch. Warum drei, wenn du, ich sag mal, relativ wenig Geld zur Verfügung hast? 9.000 Euro sind viel, versteht mich nicht falsch. Aber dann wäre ich in diesen Payment-Sektor, ja, in diesen Zahlungssektor, wäre ich persönlich, wenn man das denn gewusst hätte oder diese Ambitionen hat, in maximal zwei reingegangen. Und da hätte ich auf jeden Fall XRP genommen natürlich und Algorand, Stellar, XLM nicht, da es ähnlich wie XRP fungiert. Und Algorand ist für mich da das bessere Investment als HBAR, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Wir sehen uns kurz den Kurs von Algorand an, der ist bei 19 US-Dollar Cent. Was macht Algorand so besonders? Es ist eine Blockchain im Zahlungsverkehr, wie ich gesagt hatte, die auch von MIT-Professor mitentwickelt wurde, die da viel Wert auf Schnelligkeit, Dezentralisierung, Sicherheit, Skalierbarkeit, Energieeffizienz gesetzt haben. Das Ganze läuft natürlich auch fortschrittlich auf Proof of Stake. Also Algorand für mich da das bessere Investment. Wir sehen hier vorne auch deine Einstiegspreise. Algorand 16 US-Dollar Cent, XRP 47. Das heißt, wenn man sich den Chart ansieht, man sieht, du bist relativ frisch dabei, verfolgst vielleicht auch meinen Kanal und hast da ein bisschen, ja, dir ein paar Impulse von mir mitgenommen, will ich mal sagen. Das finde ich sehr gut. Solidus AI-Tech auf Platz Nummer 3 mit 930 Euro. Und ihr seht es hier drüben in der Tabelle, da seht ihr auch die Coin-Anzahl, die Token-Anzahl der Kryptowährung und du hast es immer schön rund gemacht.
Ich habe es dann auch noch ein bisschen aufgerundet und das finde ich gut für den inneren Monk. Das beruhigt den auf jeden Fall. Und da hast du dir eine solide Stückzahl zugelegt. VRA mit 906 Euro auch gut bedient mit diesen 9000 Euro deines Investments. Und gerade VRA, weil viele sagen, da läuft momentan nicht viel, das passt heute einfach perfekt, diese Portfoliobewertung. Den sehen wir uns den Veracity-Kurs an. Hat er heute einen Ausbruch hingelegt in den letzten 24 Stunden von 12%. Das schmeckt doch erstmal. VRA hat für mich auch einen sehr, sehr guten Use Case, aber auch das müssen wir jetzt hier nicht so lange breittreten, glaube ich. Was macht VRA? Wie sieht es mit der Tokenomics aus? Gerade die Sache um die POV-Marker-Token, das Veracity da ja, Fake-Clicks, Fake-Bots, alles Mögliche ausschalten kann mit fairer Fuse, was natürlich auch patentiert ist. Also ich hau hier viele Stücke mit rein. Ihr merkt schon, das wird jetzt einfach den Rahmen sprengen. Also finde ich persönlich auch sehr, sehr gut. XRP Preisprognose, ja, sehr, sehr schwierig. Bei Solidus AI Tech hatte ich ja gestern erst ein Video gemacht. Da gehe ich ganz stark von Minimum 2 Euro aus oder sagen wir 2 Dollar. Ja, jetzt hast du Euro, jetzt springe ich wieder zwischen Dollar und Euro. Ich nehme halt immer Dollar, das ist für mich das Logische eigentlich. 2 Dollar, zwischen 2 und 5 Dollar halte ich Solidus AI Tech absolut für möglich, dass der Kurs dort hinschießt. Veracity, sehr, sehr schöner Ausbruch, gönne ich auch jeden, der da investiert ist. Dann haben wir WeChain mit 850 Euro, auch mega Projekt, also ich kann hier nicht meckern. Du bist in viele Sparten reingegangen, auch in natürlich auch High Caps auf jeden Fall. Aber wir kommen noch zu zwei sehr, sehr interessanten Low Caps, die ich echt feiere. WeChain, da gehen wir natürlich auch auf den Kurs ein. Wir sind bei 0,035 US-Dollar Cent und du hast WeChain eingekauft bei 0,03 US-Dollar Cent. Also da dürftest du plus minus 0 sein. Was nicht schlecht ist, denn ich denke, dass für WeChain der einzige Weg, seit 3 Monaten sieht es nicht so gut aus, nach oben führt. Definitiv immer mal rauszoomen, den Maximalchart ansehen, was da noch möglich ist. Natürlich, das heißt nicht, dass WeChain sein All-Time-High wieder erreicht. Einige Kryptowährungen aus den Top 20, Top 30 haben wir All-Time-High von 2017, 2018 nicht wieder eingeholt im letzten Bullrun. Auch das muss man sich natürlich immer in Erinnerung holen. Ich sage, WeChain kann die 15, die 20 US-Dollar Cent im Bullrun. Hype, Community ist da unendlich groß, ganz, ganz locker erreichen. Und das wäre eine sehr, sehr schöne Vervierfachung mit deinen 850 Euro, die du da investiert hast. Das schmeckt auf jeden Fall. ACH, Alchemy Pay, habe ich vor langer Zeit oder vor ja, vielen Monaten sehr, sehr abgefeiert, das Projekt. Passiert mir momentan ein bisschen wenig. Auch eine Payment Solution da im asiatischen Raum. Ich mag Alchemy Pay, also mögen hat hier eigentlich nichts zu suchen, als Investment momentan nicht mehr auf meiner Watchlist wirklich. Lasse ich einfach mitlaufen und definitiv auch ganz, ganz wichtig. Werde ich komplett im Bullrun abverkaufen. Eigentlich fast alle Kryptowährungen, die wir hier gerade besprochen haben, außer XRP, kommt immer drauf an, was er macht. Und Bitcoin, das sind so die Assets, wo ich immer ein bisschen ja, noch nicht wirklich weiß, wie ich da agiere. Ansonsten werde ich so gut wie alles abverkaufen. Ihr kennt mein Mindset. Ein Drittel meines Investments wird in den Kryptowährungen weiterlaufen. Also zwei Drittel, sagen wir so, zwei Drittel werde ich definitiv absolut transparent, das werde ich dann auch ja, ein Video drüber machen. Abverkaufen, denn Gewinne mitnehmen, das Konto wieder volltanken, auch nach langer Zeit, um dann wieder einzukaufen im Bärenmarkt. Ganz, ganz wichtig. Auch da muss man dann natürlich antizyklisch handeln. Aber da reden wir später nochmal drüber. Okay, Casper habt ihr schon gesehen. Den ziehe ich jetzt mal vor den anderen Kryptowährungen. Absolut überzeugt. Er möchte besser sein als der Bitcoin. Sie haben sich an das Protokoll des Bitcoins angelehnt. Es gibt auch ein Halving-Event alle 4 Jahre. Ist aber kosteneffizienter, schneller, findet die Blöcke innerhalb von einer Minute statt, wie Bitcoin da in 10 Minuten Lightning-Netzwerk hin oder her.
Feiere ich ab, Market Cap 3,3 Milliarden, relativ hoch. Auch hier das Projekt komplett der Community übergeben wie Bitcoin. Es entwickelt sich autark, sehr, sehr starkes Projekt. Auch die Tokenanzahl deflationär ausgelegt. Also da glaube ich auch, dass auf jeden Fall noch nicht das Maximum erreicht ist, wenn man sich den Kursverlauf ansieht. Denn die Jahresperformance 688% und wir bewegen uns gerade aus einem Tief wieder nach oben, halte ich für ein sehr, sehr gutes Investment. Und ja, 14 US-Dollar Cent momentaner Preis und ein Einkaufskurs 14 US-Dollar Cent. Du bist noch nicht lange dabei, du bist etwas unter Wasser, hast du mir gesagt, was man hier auch sieht, der aktuelle Wert deines Portfolios 7.765 Euro von ehemals 9.000. Aber vertrau mir, Bruder, nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass du dieses Portfolio verdreifachen, vervierfachen kannst ohne Probleme. Was ich jetzt, wir hauen es gleich mal mit rein, noch anders machen würde, mache ich es jetzt? Nee. Was ich noch anders machen würde, das hauen wir jetzt gleich mal rein, nicht am Ende des Videos, bevor ich es nämlich vergesse. Ich würde HBAR und Casper mit 400 und 367 Euro würde ich machen. Heißt nicht, dass du das machen musst, noch auf die anderen Kryptos aufteilen. Das heißt, noch weniger Kryptos, mehr Geld in andere Projekte, zum Beispiel Duell oder sehen wir uns gleich an, oder HyperGPT, sehr, sehr gute Projekte, sehr High Risk, aber da das Geld rein, würde dann bei einem guten Kurssprung, den wir uns gleich nochmal ansehen, ein sehr, sehr gutes X bedeuten. Was ich noch sagen wollte, folgt mir sehr, sehr gerne, ich habe es mir aufgeschrieben, auf Instagram. Ich möchte gerne meinen Instagram-Kanal noch zum Wachsen bringen, also den möchte ich gerne noch mal ein bisschen pushen. Okay, also Casper, sehr, sehr gut. Also Caspar, nicht Casper, ihr wisst Bescheid. Dann sehen wir natürlich, du hast Duell und HyperGPT mit dabei und das finde ich sehr, sehr gut. Gerade im Gaming-Bereich absolute Top-Projekte. GameGPT, also Duell, 28 Millionen Dollar Marktkapitalisierung und HyperGPT 29 Millionen Dollar Marktkapitalisierung. Da ist eine Vervierfachung sowas von möglich. Das kann man sich, glaube ich, noch gar nicht vorstellen. Die Performance von HyperGPT, ja, sieht jetzt nicht so extrem stark aus. Trotzdem glaube ich, dass dieses Projekt gerade mit dem Use Case, den es da abbildet, extrem viele Prozente abwerfen kann. HyperGPT kombiniert hier den Gaming-Bereich und den Blockchain-Bereich und ermöglicht den Entwicklung über SDK. SDK könnt ihr euch vorstellen, ja, wie ein Bausatz für Apps, für Entwickler und hast du alles auf einer Plattform KI gestützt. Und das macht HyperGPT für mich so, so extrem besonders. Ich dann natürlich auch investiert. Ich bin dann natürlich auch investiert. Powered up Web3 und backed, also unterstützt von Microsoft, Google Startups, sehr, sehr stark. Also die Sparte Google Startups unterstützt dieses Projekt. Binance Smart Chain und Tron ist auch investiert. Extrem stark. Das nächste Projekt, was ich abfeiere, ist dann GameGPT. Also in die beiden würde ich persönlich, das musst nicht du machen, also das musst du nicht machen, so rum, diese Summen von HBAR und Casper investieren. GameGPT auch ein deflationärer Ansatz. 10 Milliarden Token, von denen 2,6 Milliarden im Umlauf sind. Das Projekt auch relativ frisch auf dem Markt, seit 2024 erst hier auf CoinGecko gelistet. CoinGecko gelistet. Und GameGPT ist die weltweit erste KI-gesteuerte Spiele-Engine, die von Prism entwickelt wurde und eine beispiellose Suite für KI-Gaming-Tools und Erlebnisse bietet, die sowohl auf Gamer als auch auf Entwickler, ja, zugelegt oder zugeschnitten ist. Staking gibt es hier, In-Game-Apps, alles Mögliche, was das Herz begehrt, auch auf noch nicht so krassen Börsen gelistet, natürlich auf BitGet. Checkt sehr, sehr gerne mal den Link unten in der Videobeschreibung ab. Aber hier fehlen auch noch die ganz großen Listings, auch asiatischer Raum, Upbit und so weiter und so fort. Also extrem gutes Portfolio, meine Meinung. Haut mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das Portfolio findet. Würdet ihr auch wie ich Casper und HBAR rausstreichen und das Geld noch ein bisschen verteilen? Und
Für den inneren Monk würde ich persönlich auch noch das Ganze rund machen und 10.000 Euro investieren. Finde ich sehr gut. Du möchtest auch nicht, also du weißt, hast du geschrieben, dass du nicht Millionär damit wirst, aber ein X3, X4 ist mit diesem Portfolio drin. Also 30k würde ich, wenn nicht völlig alles schief geht, hier absolut unterschreiben. Und das ist doch ein schönes Investment. So kann man aus dem Kryptomarkt auch aussteigen. Würde ich dann natürlich auch so machen, diese Position abzuverkaufen, wenn man sich ein gewisses Target gesetzt hat, wie auch immer das ist. Wenn ihr eure Portfolios bewertet haben möchtet, schickt die mir sehr, sehr gerne per E-Mail. Alles Mögliche mit reinschreiben. Einkaufspreise, ja natürlich Screenshots, wie es momentan aussieht. Die Tokenanzahl auch ganz, ganz wichtig. Jetzt in die Kommentare, was haltet ihr von diesem Portfolio? Was ist möglich im Bullrun? Und sehr, sehr gerne einen Kommentar, ein Like, ein Abo dalassen. Unterstützt mich bei Instagram. Links sind alle hier unten in der Videobeschreibung. Schönen Dienstag, bis zum nächsten Mal. Peace. Drum hinterlass ein Like und auch ein Kommentar. Lass meine Glocke klingeln, so wie bei einem YouTube-Star. Crypto Night Doll, für euch bin ich nachtaktiv. Bleib up to date, denn jeden Tag geht etwas schief.